Mein Name ist Malumbo, Salim Malumbo, wie Bekannte alle kennen mich. Und ich bin seit 20 Jahren im Klinikum Augsburg. Ich war eine auf der Intensivstation und seit 1998 auf dem Zentral. Das ist Hämato-Onkologische Station. Das ist, wir beschäftigen mehr mit den Krebspatienten auf den Stationen. Mit der Chemotherapie und manche, die bei uns auch Strahlentherapie bekommen. Mein Wunsch als Kind war, weil ich habe, mein Vater war in Tansania auch Administrative Officer, hat vier Krankenhäuser geleitet und wir haben einen deutschen Arzt gehabt, der war als Chefarzt, und die sind vier Krankenhäuser quasi mitgearbeitet und dann war immer mein Wunsch, irgendwann mal eine weiße Kittel anzusehen. Gott sei Dank habe ich es erreicht. Ja. Naja, am Anfang war es schwer wegen der Sprache, aber ich kann sagen, jetzt geht schon, weil ich bin seit 27 Jahren in Deutschland. Ich komme schon mit alles zurecht. Und Patienten vermissen mich, auch wenn ich nicht da bin. Es gibt schon manchmal diese Bemerkungen, wenn zum Beispiel die ältere Patienten, die mich nicht kennen, am Anfang, zum Beispiel erster oder zweiter Tag, weil die haben von alter Zeit diese Geschichte mit dem Krieg und sowas. Das kommt auch manchmal, aber wenn sie mich kennenlernen, sie sind ganz froh, dass sie Hilfe von mir bekommen. Und die fragen oft, wo ist unsere schwarze Pflege heute? Das wäre auch besser, wenn wir mehrere Kollegen noch bekommen. Nicht nur bezüglich unserer Station, sondern von dem ganzen Haus. Sie sollen ein bisschen Geduld mitbringen, weil wir arbeiten ja mit schwer kranken Patienten. Manche Patienten, die verdrücken ihre Krankheitsbilder, die wollen das nicht wahrnehmen. Muss man viele, viele Geduld mitbringen, mit Patienten im Gespräch gehen und richtig erklären, was ich gerade beim Patienten meinen will. Das machen wir alle. Wenn das Team passt, das wird der neue Kollege auch schnell im Team integriert. Und das fühlt sich auch wie zu Hause, fühlt sich wie eine Familie. Weil wir arbeiten hier auf der Station wie eine Familie. Nicht quasi nicht wie Kollegen, sondern quasi wie eine Familie. Und wir helfen uns gegenseitig. Ich kann auch empfehlen, die Kollegen von quasi von anderen Ländern, von anderen Hautfarben empfehlen, in diesen Beruf aufzusteigen. Weil wirklich, das macht Spaß, mit Menschen zu arbeiten. Und dann lernt man auch viele. Lernt man auch andere Kultur und mit anderen Menschen umzugehen. Ich bin zufrieden mit meinem Arbeitgeber. Bis jetzt habe ich keine Schwierigkeit gehabt. Überall, wo ich Hilfe gebraucht habe, habe ich auch bekommen. Eigentlich kann ich nur empfehlen, dass Leute im Klinikum sich bewerben.